Guten Tag. Ja. Und du bist? Johanna. Und du bist? Inka. Guten Tag. Hallo. Hallo. Linnea. Und du bist? Linnea. Und der Kameramann heißt Michael. So. Das ist eigentlich kein Problem. Vielen Dank. So. Könnt ihr euch auch da noch einen Stuhl rüberholen? Ich habe mir erstmal diese Scheibe hier hingelegt. Da seht ihr schon, da ist ein Pferd drauf. Und ihr könnt euch denken, wenn man hier auf Bild anguckt, dann ist das ein laufendes Pferd. Na, hier ist es natürlich fest. Und wenn ich diese Scheibe jetzt bewegen würde, so, dann seht ihr gar nichts. Wenn ich es bewege, verschwimmt alles. Jetzt habe ich hier nochmal ein Pferd. Einmal drehen und durch den Schlitz gucken. Und siehe da, das Pferd läuft. Und warum? Hast du eine Ahnung? Mhm. Warum wir das? Du hast das Gefühl, dass das Pferd läuft? Wegen den Schlitzen, weil immer genau. So eine Pause ist. Da siehst du nämlich durch den Schlitz, siehst du immer nur ein Pferd. Und dann ist eine Schwarzpause. Und dann siehst du das nächste Pferd. Und dann schnallt dein Gehirn, aha, das war ein Pferd und noch ein Pferd und noch ein Pferd. Und sagt sich, da das Pferd mit den Füßen so und so macht, das Pferd läuft wohl. Obwohl es in Wirklichkeit stillsteht und gedruckt ist. Aber das Gehirn denkt sich, drei Pferde nach dem anderen mit verschiedenen Hufen, läuft. Aber nur, weil dazwischen eine Pause ist. Und das Gehirn merkt, das sind verschiedene Bilder. Und wie gesagt, wenn ich das hier drehe, dann kann das Auge nur einen grauen Streifen sehen, weil das Gehirn sich sagt, das ist ja alles verschwommen. Was wollt ihr haben? Oh, ja, das ist was Schönes, Grausames, Grünes. Ja. Eklig. Mit dem der Kopf ab. Im nächsten Moment, der Kopf fällt ab, im Moment ist das schon wieder nachgewachsen. Ja. Daumenkino kennt ihr ja. So. Auch mal blättern. Das ist ein modernes Daumenkino. Das ist eins, das haben wir zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das ist ein gemaltes Bild, das endet mit so einem schreienden Menschen. Und das ist ein ganz wertvolles Bild, das haben wir aus einem Museum geklaut. Was macht der am Anfang? Weiß ich nicht. Vielleicht grummelt er. Okay, mach mal. Ja. Ach so. So. Dann stand das quasi auf der Straße? Nein, das stand dann in Gaststätten. Ja. Und ganz lange stand das auch noch auf Bahnhöfen. Da muss man hier so einen Penny reinschmeißen oder später natürlich eine Mark, um dann diese Filmrollen anzugucken. Und da es ja noch keinen Tonfilm gab, synchronisiere ich das jetzt mal kurz. Tür ein. So wenig Platz. So. Was wir bei Hauke gesehen haben, ist ein Vorläufer vom Film. So wie sich diese gedruckten Blätter hintereinander bewegen, so funktioniert Film heute immer noch. Im Grunde sind es viele einzelne Bilder, die sich ganz schnell hintereinander abspielen, sodass das Auge ein bewegtes Bild wahrnimmt.